Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Martin. Hallo Martin. Hallo. Stell dich doch mal vor. Okay, ja. Ich bin Martin Zeise, bei Wikipedia als Nutzer MatzBLN unterwegs, also 57 Jahre, Projektleiter, Ingenieur im Kraftwerkservice und ja, Wikipedianer seit nunmehr fast 13 Jahren. Mhm. Weißt du noch, wie das damals war, als du angefangen hast? Doch, das weiß ich relativ gut. Also ich bin ja immer auch schon auch zu dieser Zeit auf der Suche nach Informationen gewesen, Wissen oder wie auch immer man das nennen will. Es gab ja so ein paar ansatzweise Lexika, die im Internet verfügbar waren. Und da bin ich eben dann irgendwie im Laufe des Jahres 2003 öfter auf kurze Wikipedia-Artikel gestoßen. Die waren manchmal gut und manchmal nicht gut. Das hat mich so ein bisschen verblüfft, warum das so unterschiedlich war. Dann habe ich dann irgendwann mal den Disclaimer dazu gelesen, dass man das doch selber machen kann und fand ich sehr spannend. Und dann habe ich mich dann irgendwie mal ein bisschen damit vertraut gemacht. Ich habe wirklich dann die Bedienungsanleitung, die damals noch auf 12 A4 Seiten passte. Nur 12, ja. Ja, habe ich mir dann ausgedruckt und das mal durchgelesen und dann habe ich angefangen zu editieren, habe dann auch relativ schnell meinen ersten Artikel geschrieben. Das war der Artikel zur Stadt Novi Sad im Norden Serbiens. So ein bisschen ein Thema, was ja vielleicht heute nochmal anklingen wird. Und das fand ich dann auch sehr spannend. Parallel dazu, schon im Januar 2004, gab es dann die ersten Stammtischtreffen hier in Berlin. Das erste Mal da am Fernsehturm und dann so ein paar andere Locations. Fernsehturm, das war so laut, ne? Ja, das war laut, richtig. Und war nicht das erste in der Greifswalder Straße? In der Greifswalder, das war das zweite. Ach, das hatte ich dann einfach mal vorgeschlagen. Das war, ja, richtig. Ja, das war dann also sozusagen parallel diese Artikel schreiben, verbessern, Nutzerdiskussionen und Wikimedia oder Wikipedia-Diskussionen, das Große und Ganze, was dann eben ja dann auch relativ schnell, Kurt hatte es in dem letzten Podcast ja schön beschrieben, dann auch zur Gründung des Vereins geführt hat im Juni 2004. Ja, wo ich dann auch ein bisschen mit einer Satzung mitgewirkt habe, weil ich so ein bisschen Vereinsmeierei schon die Jahre zuvor beim ADFC, beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, mitgemacht habe, da also durchaus mich mit solchen Fragen etwas auskannte. Ja, das war eine sehr spannende Zeit, dieses ganze neue Entstehen. Es war das, was Kurt auch gesagt hat, dann im Prinzip 3 Monate, nachdem ich begonnen hatte, dieser Tagesthemenbeitrag und die anderen Medien, die dann plötzlich alle gleichzeitig Wikipedia vorgestellt haben, was eben zu einem großen Schub bei der Artikelzahl und auch bei der Länge der Artikel insgesamt geführt hat in dieser Zeit 2004, 2005. Viele neue Nutzer. Als ich angefangen habe, meine ersten Edit da kurz nach Weihnachten 2003, lag die Artikelzahl noch bei unter 40.000. Mhm. Jetzt sind wir bei 2 Millionen in der deutschsprachigen Wikipedia. Mhm. Und du hast dir die Bedienungsanleitung ausgedruckt. Ich bin ja eher so der drauf rumklicken und ausprobieren. Ja, ich bin schon auch jemand, der auch von Geräten oder so dazu neigt, Bedienungsanleitung zu lesen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt die Regel. Und die sind auch häufig sehr schlecht. Das stimmt. Aber ich bin auch so ein Bedienungsanleitungsleser, aber im Internet weiß ich nicht, fühle mich da so zu Hause, dass ich das Gefühl habe, das hätte gefallen. Ja, so eigentlich natürlich. Ja, ich meine, ich
habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon 20 Jahre lang irgendwie am PC gearbeitet, ohne je eine größere Schulung oder dergleichen gehabt zu haben. Das ist, war doch schon alles im Prinzip im Selbststudium dann sich das angeeignet oder ja, Try and Error, wie auch immer. Aber hier waren so viele Sachen, die ich mir erstmal anschauen musste, zumal ich bis zu diesem Zeitpunkt mit dieser ganzen Frage freien Lizenzen und freie Software und so weiter eigentlich praktisch gar nichts zu tun hatte. Mhm. Also das ist an mir mehr oder weniger vorbeigegangen. Und das war ja schon mal auch ganz spannend. Erstens so diese ganze Sprache, die man entwickelt hat und so, sich dann da rein zu vertiefen und so. Ach, fand ich durchaus interessant. Wie gesagt, das ließ ich noch das Ganze auf 12 Seiten drucken und das ließ ich noch am Stück mehr oder weniger lesen. Mhm. Was heute leider so nicht mehr der Fall ist. Hast du eine Erklärung dafür, warum du editiert hast? Ich meine, du hättest ja auch einfach nur lesen können. Naja, so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis habe ich ja schon. Und dieser erste Artikel, Novisat, hat so ein bisschen so die Richtung vorgegeben. Ich war schon als Student im früheren Jugoslawien, habe dann durch Zufall ja in meiner Arbeit 1994 zwei Monate in Bosnien, während des Krieges in Bosnien, in einem Kraftwerk gearbeitet, habe also ziemlich tiefen Einblick in den ganzen Komplex dieser Jugoslawienkriege bekommen und war sehr unglücklich mit einem Großteil dessen, wie das in unseren Medien dargestellt wurde. Mhm. Es gibt da so Beispiel, das habe ich jetzt eigentlich so 20 Jahre später nochmal gesehen, Tagesschau vor 20 Jahren, also so vor 4-5 Jahren. Da gab es einen Reporter, Friedhelm Brebeck, den ich eigentlich als geistigen Brandstifter bezeichnen würde. Echt, ja. Der eben so ganz klare Freund-Feind Reportagen gemacht hat. Das hat mich sehr gestört. Mhm. Ich bin also bestimmt jetzt nicht ein Freund. Ich bin, eher andersrum zu sagen, ich bin gegen jeglichen Nationalismus in der Stelle, und den gab es eben dort auf vielen Seiten. Die Serbische sicher in größerem Maße verantwortlich, insbesondere in Form von Milosevic. Aber die anderen waren eben häufig nicht wirklich viel besser. Und es gibt so den Spruch, dass der Kroatenführer Tudjman im Prinzip der Anklage vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien nur durch seinen Tod zuvorgekommen ist. Hm. Ja, und das ist also, und das ist etwas, was eben in vielen unserer Medien, also auch eben insbesondere in der ARD, überhaupt nicht so dargestellt wurde, wie ich das empfunden habe. Es hat mich sehr gestört. Selbst die Taz, deren Genosse ich ja sogar bin, da gab es ein paar Autoren, die aus meiner Sicht eine gute Darstellung, eine objektive Darstellung gebracht haben. Aber es gibt eben auch einige oder einen Autoren, der Hauptautor da vom Balkan, mit dem ich häufig nicht in Übereinstimmung war, ja, was die grundsätzlichen Betrachtungen betraf. Und so, das war also so ein bisschen so, das wirkte immer noch nach. Und das war so für mich im Prinzip, glaube ich, schon der Hauptanstoß zu sagen, okay, hier ist ein großes weißes Feld. Mhm. Ich kann jetzt hier meine persönliche Sichtweise, die ich als doch einigermaßen objektiv ansehe. Das ist schon eine neutrale Sichtweise. Ja. Eigentlich, oder? Deine Sichtweise. Ja. Ist deine Sichtweise eine neutrale Sichtweise? Es gibt keine komplette Neutralität. Das, also, das geht nicht. Also, man hat natürlich, es ist meine persönliche Sichtweise, die ich aber versuche, so neutral wie möglich dann auch darzustellen, ja. Mhm. Also, und dieses leere weiße Feld, was dann da war für diesen Balkan, das fand ich eben sehr spannend. Da habe ich also auch sehr viel geschrieben, editiert. Es gab diese ersten Jahre, das waren ja nicht nur ich, der das spannend fand, es gab ja schon noch einige, die
solche, die wie ich versucht haben, das insgesamt auf eine neutrale Darstellung zu bringen. Eine langjährige Freundschaft mit dem Nutzer J. Budisin ist daraus entstanden, die bis heute sehr gut anhält. Also wir sehen uns auch regelmäßig, haben auch mehrere Radtouren in dem Gebiet unternommen, sozusagen Feldforschung. Und das war also die eine Seite, und die andere Seite waren die ich nenne sie jetzt mal Diaspora, Jugos, die dann sehr häufig ihre persönliche nationale Sichtweise dort einbringen wollten. Und das hat zu heftigen Diskussionen, Benutzersperrungen an, also sozusagen der ganze Komplex, der da möglich ist, Seitensperrungen und allen sowas dann auch geführt. Ne? Also das ist schon, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie das damals war, so als frischer Gesamtdeutscher kannte man halt die Jugoslawen so, die auch im sozialistischen Gebieten immer eine besondere Rolle gespielt haben und für den Westen auch immer interessant waren. Und plötzlich stellt sich raus, dass ein Jugoslawe dann, dass die sich nochmal unterschieden und dann oder auftrennten in Slowenen und Serben und Kroaten und dann auch bitterböse wurden, wenn man sie mit der falschen Nationalität in Zusammenhang brachte. Die ganzen jugoslawischen Restaurants teilten sich dann auf in kroatische und serbische und sonstige Restaurants. Oder Adria-Küche oder sowas, ja. Also dann irgendwie mehr oder weniger so unverfänglich. Ja. Genau. Ja, das, ja. Da hatten wir damals auch noch, deswegen bist du in Erinnerung auch drüber gesprochen und du hast mir das so ein bisschen erklären können, weil für mich war das eben völlig unerklärlich, wie in einem Land eben die Leute plötzlich aufeinander losgehen. Richtig, wobei ich, ja, das ist natürlich so, ich muss ja sagen, als Student in der DDR, war in der damaligen Technischen Hochschule Ilmenau in Thüringen, und die war die einzige, die so ein Sommeraustauschprogramm mit einer Universität in Jugoslawien, konkreter in Serbien hatte, also in Niš, wo ich dann die Möglichkeit hatte, dorthin zu fahren. Wurde dann vorher natürlich, weil Jugoslawien zwar als sozialistisches Land, aber in Richtung Westen doch sehr offen, dann wurde man vorher auch noch überprüft. Und ich erzähle immer noch die fast lustige, naja, es ist eben, wie eben die DDR so war, dann kam der Bürgermeister von meinem Heimatdorf zu meinem Vater, wo will denn der Martin hin? Die haben da gefragt, ob der wiederkommt oder so. Also so, das ist eben so, lief das in der DDR. Ich meine, ja, es gab die Stasi und es gab diesen Überwachungsstaat, aber das war natürlich auch in so einem Dorf dann auch immer alles relativiert aus meiner Sicht. Ne? Ja, und damit gab es keine Anonymität. Anonymität gab es dann auch nicht, nein, richtig. Aber das war eben natürlich auch so, das war eben doch schon was Besonderes. Wir wurden dann also auch, dann gab es noch eine eintägige Schulung im Vorfeld beim Zentralrat der FDJ, heute ZDF, Sitz Berlin. Was aber auch sehr spannend war, da hat also ein Professor, der dort geboren war, als Donauschwabe, wie man das sagt, also die Deutschen, die ja dort bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in sechsstelliger Zahl gewohnt haben, da war er einer davon, und der hat das Professor für Geschichte an der Humboldt-Universität, DDR, trotzdem sehr gut aus meiner Sicht dargestellt. Also wenn man so will, der Grundstein gelegt zu dem, was ich dann. Ach, das war keine Rotlichtbestrahlung. Das war keine Rotlichtbestrahlung, sondern das war eine sehr, aus meiner Sicht fast Wikipedia-neutrale Beschreibung des Landes mit den Nationalitäten, mit den Fragen, die da zusammenhängen und allem drum und dran. Also da, ich hatte also schon ein gewisses Vorwissen, als ich da hier anfing, und habe mich da nicht Hals über Kopf dann so da reingestürzt, sondern schon mit etwas Vorwissen. Und das ist natürlich dieser Nationalitätenkonflikt, das ist ja auch immer etwas, was ich sage, ist eben, basierte eben auf einer großen, schweren ökonomischen Krise, die in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in diesem Jugoslawien entstanden ist und die
sich daraus ergebenden Verteilungskämpfe und in Gebieten, wo man dann eben mit Nationalismus agieren kann, dann wird dann diese Karte dann sehr schnell gezogen. Das sind die anderen jeweils die Bösen. Ja. Mhm. Also ich meine, Deutschland 1933 war ja die Situation eigentlich unterm Strich ähnlich zu sehen. Ne? Man hat irgendwie erstmal die anderen definiert. Genau, das ist immer sehr, das hilft immer den Mächtigen. Ja. Ich habe neulich eine Reportage über Jugoslawien gesehen und da wurde der Erklärungsansatz gebracht, dass halt der Milosevic an sich jetzt erstmal gar kein Nationalist war, zu Anfang jedenfalls nicht. Nein, das war ein Karrierist. Genau, der hat einfach nur den Nationalismus, den es immer unterschwellig gab, genutzt, hat gezündelt. Ja. Und dann ist das mit vollem Karacho losgegangen. Deswegen sehe ich immer mit Nervosität, wenn irgendwo mit Nationalismus gezündelt wird. Richtig. Und das in Deutschland auch immer latent da. Wahrscheinlich überall. Vielleicht ist es die Menschen eigen, dass er mal eine eigene Gruppe definiert und die anderen Gruppen und dass dann immer ein Unterschied da sein muss. Ich weiß es nicht, ja. Hm. Vielleicht ist das, hat das natürlich auch so eine Geschichte. Aber eben, wie gesagt, das fand ich sehr spannend, dann da in Wikipedia mich einbringen zu können, das also beschreiben zu können. Das war jetzt dann nicht nur die politische Darstellung, natürlich diese Artikel über die Kroatienkrieg und Kosovo-Krieg und so, die waren eben heftig umstritten und sind das in gewissen Grenzen zwar auch immer noch heute, aber das hat sich nun relativ konsolidiert. Das ist ein sehr umfangreich, sehr, sobald man eine Darstellung hat, die ein bestimmtes Thema von vielen Blickwinkeln aus beschreibt, dann ergibt sich aus meiner Sicht eine neutrale Sicht mehr oder weniger von allein. Wenn man, und meinst du, dass die Jugoslawien-Konflikte, es waren ja mehrere, ja, dass die jetzt umfassend dargestellt sind in der deutschen Verbesserungsmöglichkeiten sind immer noch da, aber ich denke wirklich, dass die Artikel im Großen und Ganzen, die sich eben um diese Jugoslawienkriege der 90er Jahre drehen, die ja bis 2001 in Mazedonien war ja das letzte dann, oder ja, der letzte bewaffnete Auseinandersetzung diesbezüglich, dass die inzwischen auf einem guten Stand sind, würde ich sagen. Also da, ich kann damit ganz gut leben, ja. Besser als das in jeglichen früheren Lexika dargestellt worden wäre oder worden ist, ja. Also doch sein konnte, weil die starben ja gerade zu der Zeit. Ja, aus. Natürlich. Mhm. Ja, haben wir ja nun doch einen gewissen Anteil daran, ja. Nee, das widerspreche ich immer wieder. Nicht die Wikipedia hat die Lexika getötet, sondern das Aufkommen des Internets. Das Internet natürlich an generell. Sich, die Leute gucken am Internet nach und nicht auf der weniger auf der Wikipedia. Ja, naja. Sie kommen halt schon auf die Wikipedia, ja, aber ich glaube nicht. Also aber die Leute, die ich so kenne, die googeln erstmal und gehen auf, wollen auch lieber ein YouTube-Video gucken, wenn sie irgendwas sagt, haben wollen und lesen dann sich dann notgedrungen auf Wikipedia das noch durch. Und die Leute, die, okay, das ist vielleicht auch nicht die Zielgruppe für Lexika, aber die allgemeinen Lexika hatten eben erstmal den Nachteil, nicht auf Papier gedruckt zu sein und damit schon veraltet zu sein. Richtig. Und das war das mit dem Internet. Es war eigentlich eine interessante Geschichte, als wir, ich denke mal 2006, 2007, als der letzte Versuch vom Brockhaus erschienen ist, also so der erste Band der letzten Reihe, der dann die nicht mehr vollständig geworden ist. Und da habe ich wirklich eine Viertelstunde den Buchstaben A durchgeblättert oder 20 Minuten und habe in diesen 20 Minuten also auch drei oder vier Fehler gefunden. Also wo ich bei Wikipedia gesagt hätte, das kann man so nicht stehen lassen. Das stimmt einfach nicht. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem dann im Endeffekt dieser Werke gewesen, die zwar sicherlich mit Review und allem drum und dran agiert haben, die aber eben doch von einem gewissen, wie soll man sagen, von einer gewissen Art Leute betrachtet wurden, geschrieben und betrachtet worden sind, die im Prinzip in die gleiche Spur gedacht haben. Ja. Und wenn dann eben sich da einmal ein Fehler eingeschlichen hat, dann ist das denen gar nicht aufgefallen, weil die ja im Prinzip die gleiche Denkweise hatten. Das ist der Vorteil eigentlich von Wikipedia, dass man sich natürlich dann auch mit
Argumenten oder Positionen von eben in dem Fall irgendwelchen Nationalisten oder sonst was auseinandersetzen muss und da Gegenargumente finden muss. Und das macht die Sache dann schon wesentlich spannender. Das Ergebnis ist meines Erachtens dann unterm Strich besser. Hm. Ja? Was er überlebt hat, sind Fachlexika, ne? Ja. Also so Architekturlexikon oder Chemiebücher, das gibt's ja alles noch. Interessant, dass ich nie ein Projekt für ein Fachlexikon von Wikipedia, also da herausgebildet hat, ne, in einem Wiki, sondern dass das alles immer integriert wurde. Vielleicht ist auch einfach noch viel zu wenig aufgeschrieben. Es gibt immer noch viel anderes so zu tun, bis man dann so in die Spezialisierung reinkommt. Ja, das könnte sein. Nein, ich denke schon. Aber es passt alles. Aber es muss man dann eben wirklich, man muss es dann editieren. Also im wahrsten Sinne des Wortes nochmal mit einer Redaktion dann nochmal. Ich kann jetzt nicht einfach einen bestimmten Satz an Artikeln zusammenstellen und das ist es dann. Den das ich dann. Ja, das hat immer nicht funktioniert. Genau. Richtig. Ich habe die hier, diese Printouts oder ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ja, ja. Und erstmal waren die Artikel grottenschlecht zu dem Zeitpunkt noch und auch die. Ja, da habe ich auch noch zwei Bücher bei mir rumstehen. Die Artikel angeordnet sind, ist auch schon editiert. Richtig. Ja. Das ist schon so ein Problem, ja. Ja, und weil ich ja dann auch, einerseits das mit dem Fahrrad, ich habe viele Fahrradreisen, doch fast auf der ganzen Welt gemacht. Mhm. Wo alles? Also Kuba, Ecuador in Amerika, jetzt dieses Jahr auf Zypern, auch eine spannende Geschichte auf alle Fälle. Zypern? Natürlich rundrum. Mhm. Und Europa eben zu großen Teilen dann. Ich habe in diesem asiatischen Monat in diesem Jahr gelernt, dass Zypern geografisch zu Asien gehört. Ja, richtig. Das ist ja auch, wenn man die Nordostspitze von Zypern, an der wir dann auch waren, von da aus sind es eben wirklich bloß noch 100 Kilometer bis zur syrischen Küste. Ja. Hm. Also es ist ja schon auch erstaunlich nah dran. Einfach nur, weil es geopolitisch halt Griechenland gehört, denkt man sich das jetzt. Ja, also griechisch, das gehört ja nicht zu Griechenland. Nein. Ja, also das. Nein, gehört nicht dazu. Ganz richtig. Ja, das ist ja schon insgesamt ein sehr spannendes Land. Es gibt britische Enklaven zwei. Auf richtig. Das wusste ich. Genau. Auch ja. Da, es ist sehr interessant, wenn man dann plötzlich aus dem türkischen Teil wieder in Richtung des griechischen Teils fährt und dann zunächst durch so eine britische Enklave durchfährt und dann also an der Grenze dann auch von britischen Soldaten mit Good Day oder so begrüßt wird. Ah, ja. Ja, die führen dann auch die Grenzkontrollen durch. Also das ist alles eine sehr spannende Geschichte, was mir vorher auch noch nicht so bewusst war. Aber sehr zu empfehlen, sehr schöne Insel, also ja. Ja, aber wie gesagt, dann haben wir eben gerade mit diesem Nietzsche, haben wir eben gesagt, okay, hier sind erstens brauchen die Artikel Bilder, gute Bilder. Und zweitens ist es eben an vielen Stellen vor Ort mal sinnvoll und richtig, wenn man sich das mal auch geografisch ins Bewusstsein bringt, über was wir da schreiben. Und wir haben jetzt also zu zweit oder auch zu mehreren Leuten dann, glaube ich, bestimmt viermal Radtouren da auf dem Balkan unternommen. Und ich war die letzten 10 Jahre fast immer mindestens einmal im Jahr in der Region. Das ist schon sehr spannend. Wie gesagt, dann habe ich auch über Wikimedia dann auch an mehreren Veranstaltungen Treffen von Südosteuropa-Treffen von den Wikimedias aus ich spreche auch die Sprache, wo die Leute selber nicht genau wissen, wie sie bezeichnen wollen, wenn sie die als gemeinsame Sprache. Es gibt eine gemeinsame Sprache. Also es ist zumindest, also Slowenien im Norden und Mazedonien im Süden, das ist dann schon eine andere Sprache, die dann das alles, was dazwischen ist, sprich Kroatien, Bosnien, Montenegro und Serbien, die
Das nannte sich eben früher Serbo-Kroatisch. Man hat nie sich zu einem gemeinsamen Sprachbegriff durchringen können. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede, sagen wir jetzt wie zwischen Hochösterreichisch und Hochdeutsch oder so. Oder wenn man die Schweizer im Schweizer Fernsehen Hochdeutsch reden, dann kommen da auch ein paar Begriffe und ein paar Formulierungen, die anders sind als bei uns üblich. Aber ja, grundsätzlich ist es eine Sprache. Und ich erzähle immer so ein kleiner Schmankerl, dass eben da in einem Geldautomaten in Sarajevo in Bosnien ich dann als Sprachbezeichnung, wenn man die Sprachauswahl hat, dann Naschki gefunden habe für das, also unsere, wörtlich übersetzt, weil sie nicht wissen, oder in Montenegro, wo man das auch nicht so genau einschätzt, also die einen sagen, sie sprechen Serbisch, die anderen sagen, sie sprechen Montenegrinisch, dann hat man sich dann eben auf lokalni jezik, also lokale Sprache, geeinigt. Also diese jedenfalls. Weil ich mit einem, glaube ich, Serben gesprochen hatte und der mir mit einem Brust und Überzeugung, ja, das sind unterschiedliche Sprachen. Nein, also sprachwissenschaftlich ist das Quatsch. Eine Sprache, es ist Quatsch, es ist eine, weiß nicht, über 95%ige Identität, und die, wenn da jemand aus Rijeka in Kroatien und aus Nišin Serbien oder so, also was so ziemlich Nordwest-Südost Ausdehnung darstellt, sich unterhalten, die können sich problemlos unterhalten, die können sich leichter unterhalten als einer von den ostfriesischen Inseln und ein Bayer. Definitiv. Wesentlich leichter. Okay. Also das ist. Und du warst auf Veranstaltungen dort, was waren das für welche? Dass man eben so Treffen gemacht hat, also auch sich das war gerade in diesen Anfangs, also 2006 bis 2010 etwa, wo man doch überlegt hat, wie man denn gemeinsam das gestaltet. Wikipedia, also wie man auch zum Beispiel zumindest ansatzweise einerseits, wie man diesen Wikimedia-Gedanken stärker in die Gesellschaft tragen kann. Also einfach auch Nutzer, Bearbeiter anziehen kann generell. Die Themen sind dann ähnlich wie bei uns gewesen. Und natürlich auch, wie man unter den Bedingungen, die dort herrschen, und die permanente Geldnot ist eben zum Beispiel eine Bedingung, wie man dort dann das einen Verein organisieren kann und da auch ein gewisses Leben einbringen kann. Und es ist also die interessanteste Geschichte ist wirklich für mich, dass die serbische Wikimedia im Prinzip nach wie vor alle zwei Wochen einen Stammtisch da in Belgrad organisieren, mit, ja, je nachdem 10, 15 Teilnehmern und so. Das ist also sehr konstant, sehr stabil. Wie heißt denn die Wikipedia zu der Sprache? Wikipedia. Wird ein bisschen anders geschrieben, aber genauso. Das ist natürlich nochmal wieder die Sprachgeschichte, die macht die Sache besonders spannend. Es gibt eine serbo-kroatische Wikipedia. Kyrillisch oder lateinisch? Die kann man, da es kyrillisch und lateinisch im Prinzip eine 1:1 Entsprechung gibt. Ein sehr interessanter Sprachforscher, Sprachentwickler, Vuk Karadžić, hat vor 200 Jahren zusammen mit Herder und Goethe und so hat er die Rechtschreibung und Grammatik der serbischen Sprache definiert, die also bis dahin nicht definiert war. Es war ein Vorteil. Ja, also war einfach ein bisschen spät dran. Und dann hat er eben gleich von vornherein gesagt, okay, das ist Alphabet, ein Laut, ein Buchstabe. Und sowohl Serbisch, also sowohl Kyrillisch als auch Lateinisch. 1:1 Entsprechung, das lässt sich natürlich mit dem Computer sehr leicht machen. Der Chef von Wikimedia Serbien hat ja fast 10 Jahren ein kleines Hilfsprogramm gemacht und man kann jetzt also kann beliebig zwischen Kyrillisch und Lateinisch umschalten. Ah, okay. Perfekt. Das ist kein Problem. So, es gibt also eine serbo-kroatische Wikipedia und dann gibt es noch drei Spezial-Wikipedien, also die serbische, die bosnische und die kroatische Wikipedia, die, wie gesagt, sprachlich fast identisch sind, wo aber gerade, wenn es um diese Kriege geht, die Sichtweise eben
da sieht man eben, wo das Problem ist, wie scheinbar neutral etwas dargestellt werden kann. Es wird eben im Wesentlichen die Landessicht dann dargestellt. Mhm. Die anderen sind die Bösen. Sehr schwach. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Also ganz, ganz extrem. Wir haben auch bei Wikimedia insgesamt, auch bei internationalen Wikipedia, Wikimedia ist das ein Thema. Die kroatische Wikipedia ist also wirklich aus meiner Sicht nationalistisch. Mhm. Es gibt viele Artikel, wo ich einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, dass das als Wikipedia-Artikel durchgeht. Es ist auch nicht gelungen, das Ganze auf eine ordentliche Beine zu stellen. Das ist natürlich das Problem. Klar, wenn mir die eine Sichtweise nicht gefällt, dann kann ich ja völlig problemlos, gut, das machen wir vielleicht manchmal mit dem Englischen, weil die meisten ja doch des Englischen mächtig sind, aber da kann ich natürlich völlig problemlos dann eben in die andere Sprachversion wechseln. Hm. Was eigentlich dem ursprünglichen Ziel, dem ursprünglichen Gedanken, ich habe etwas komplett Neutrales, was ja gar nicht von einer Nation oder sonst etwas abhängig ist, sondern eben bloß, ich habe eine Sprache und in der Sprache wird etwas dargestellt und in der anderen Sprache wird es auch dargestellt und das sieht in allen Sprachen grundsätzlich etwa ähnlich aus. Mhm. Und das ist eben bei den politischen Artikeln dort leider nicht der Fall. Und vier Wikipedias zu de facto einer Sprache ist eben auch ein extremer Sonderfall. Den haben wir sonst nicht. Wir haben zwar unsere deutschen, sagen wir mal, Dialekt-Wikipedias, aber das ist ja doch immer noch eine andere Situation. Also, das ist, es gibt noch keine politischen Spannungen zwischen zwischen Niederdeutsch. Ja, bayerisch und ripuarisch und alemannisch und was wir alles haben, ja. Nein, das ist also, glaube ich, nicht das Problem. Und das ist ein eigenartiger Spezialfall in der Wikipedia insgesamt weltweit aus meiner Sicht, diese vier Sprachen. Hat sich das bei den Treffen auch irgendwie dargestellt? Man hat sich dann, es waren ja Vertreter schon von den verschiedenen, das war noch ungarische, also es waren dann nicht nur ex-jugoslawische, sondern auch wirklich Südosteuropa-Teilnehmer da. Aber man hat sich dann bemüht, freundlich miteinander umzugehen. Das denke ich, das war erstmal kein Problem. Mhm. Klar, wenn man sich dann eben direkt gegenüber sitzt, dann wirft man sich nicht irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf. Zumindest nicht in den Kreisen. Wie gesagt, auf eine Lösung dieser Sprachversion, der ist man nicht näher gekommen dabei, nein. Also dieses Problems. Aber die Treffen sind interessant gewesen und ich habe da bis heute ja ziemlich gute Kontakte auch, insbesondere Wikimedia Serbien da. Die sind auch die aktivsten da. Die machen auch so, also außerhalb des Schreibens viel, ne? Ja. Wir machen sehr viele Veranstaltungen. Jetzt vor 3 Wochen haben sie dann also auch mal so eine größere Wanderung gemacht, so eine Gruppe von 7 oder 8 Wikipedianern, die dann eben auch mal so ein etwas abgelegeneres Gebiet bewandert, erkundet haben und so. Die machen, haben ihren Spaß, aber trotzdem auch noch im Sinne, die Wikipedia da voranzubringen. Also das finde ich schon recht gut, ja. Ich hatte neulich ja einen Mazedonier im Podcast und der erzählte eben von etlichen Projekten. Das ist ja das Interessante, dass in den verschiedenen Chaptern unterschiedliche Projekte ausprobiert werden. Ne? Und das, nachdem ich mit dem Bulgaren gesprochen hatte, Nikola Kalchev, haben wir auch unterstellt, wir feststellt, dass bei 100 Tage Wiki-Challenge da, ich weiß, keiner, bis jetzt noch kein Deutscher dabei war, haben wir inzwischen jetzt schon 5 teilgenommen, 3 haben schon abgeschlossen. Das ist immer schön, wenn man so voneinander lernen kann. Was Cornelius jetzt zum Beispiel gemacht hat. 100 Tage, 100 Artikel, ja. Genau, ja. Achim Raschka ist schon durch. Ja. Und ja, Cornelius Kübelka auch. Er hat sich gefreut. Der ist schon durch, ja. Ja, er ist durch. Er hat in 100 Tagen 100 Artikel zu afrikanischen Frauen gemacht. Ach, Respekt. Das finde ich schon sehr beachtlich. Ja. Ja, wie gesagt, die Gegend bereist. Ich habe dann auch wirklich, was ich vorher mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dann mir Literatur zugelegt, also Fachbücher zum Thema für 50, 100 Euro in dem Bereich. Also das ist fand ich dann spannend, aber natürlich dann auch
die Geschichte Serbiens Holmsundhausen, der inzwischen leider verstorben ist, das liest sich fast wie ein Roman. Also der hat das sehr gut beschrieben und das war schon, also es hat schon auch für mich aus meiner Sicht durchaus etwas gebracht hier, mein Wissen erweitert. Also nicht bloß, dass ich etwas hineinschreibe, sondern dass ich man in dem Moment, wo man schreibt, muss man natürlich, wenn man es denn einigermaßen verantwortlich macht, ja auch Belege finden und die Struktur schaffen. Und das genau, Wikipedia ist ja nicht das, was man sich zusammen googelt, sondern richtig viel mehr. Und da entstehen auch gute Artikel dann daraus, indem man eben noch mehr macht. Ja, und noch ein bisschen parallel dazu haben wir mit einem Schüler damals aus Ilmenau sehr viel aus meiner Heimat. Ich komme ja auch aus Thüringen, also Gegend um Arnstadt. Da haben wir also diesen Ilm-Kreis da gemeinsam bearbeitet. Das war dann der erste Landkreis, zumindest in Thüringen, wo zu jedem Dorf ein Artikel existierte. Das sind so kleine Späße dann. Ja, ich lache so drüber. Ich finde es toll. Also, dass sich jemand halt dann ransetzt und akribisch eben alles durcharbeitet. Ja, richtig. Man das mal von allen, dass man alle Dorfkirchen dann abbildet und so. Ja, das ist aber dann so ein kleiner Spaß. Das Problem besteht eben jetzt dann nach weit über 10 Jahren darin, dass das alles schon erledigt ist. Ach so, du meinst, es gibt nicht mehr so viel zu tun, aber es gibt auch noch andere. Natürlich gibt es noch viel, also mir fallen auch ständig noch Sachen ein. Ich habe der Artikel, der muss ich noch schreiben. Vor 2 Jahren war ich in Istanbul, da bin ich in irgendeinem Museum auf eine Sängerin gestoßen, die eine türkische Opernsängerin, die ihre größten Erfolge während der Nazizeit hier in Berlin hatte. Also es so ganz, ganz verrückte Sachen, die da teilweise, den Artikel gibt es bis heute nicht. Irgendwann muss ich den mal schreiben, ohne dass ich eine Beziehung zur Oper hätte oder besondere Beziehung zur Türkei oder sonst irgendwas. Einfach nur, weil ich diese Biografie von dieser Dame sehr interessant finde. Ich versuche gerade zu organisieren, dass im 1. Januar möglichst oder in der 1. Januarwoche eine Veranstaltung zum Public Domain Day stattfindet. Der Public Domain Day feiert, dass am 1. Januar alle vor 70 Jahren, im Vorjahr, vor 70 in Jahren verstorbenen, also in diesem Jahr vor 70 Urheber, Jahren gestorbenen, dass deren Menschen gemeinfrei werden, ja. Alle Urheber. Und ich arbeite eine Liste durch, oder mehrere Listen sind es sogar. Mein Sohn kommt gerade rein, um sich seinen Armbrot zu holen. Lass dich von uns nicht stören. Das tut er, glaube ich, nicht. Genau. also verschiedene Listen durch, den Nekrolog von 1946, dann auf Wikisource gibt es eine Liste. Auf Wikisource, gestorben 1946. Dann Wikidata gucke ich durch, was da so da ist. Dann habe ich eine externe Seite gefunden, wo Autoren aufgelistet sind nach Sterbejahr. Und da sind große Lücken. Erstmal sind Frauen entschieden unterrepräsentiert. Gut, das wissen wir, ja. Und dann von vielen gibt es gerade mal den Namen und Geburtsjahr und Sterbedatum. Und es gibt noch da, selbst dieser winzige Ausschnitt, nämlich alle, die 1946 gestorben sind. Ein Jahr. Ja, da sind Riesenlücken, die noch zu füllen sind. So die bekanntesten Leute, Herbert George Wells, natürlich, genau, Herr Göring, ja. Da gibt es auch fast in jeder Sprache einen Wikipedia-Artikel. Aber dann gibt es halt den Komponisten von Der Heilige Krieg und von der sowjetischen Nationalhymne. Genau. Von denen gibt es keinen großen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia. Und ich habe 2 oder 3 Zusammenfassungen gesehen, was sind jetzt die interessanten Leute für diesen Public Domain, denn da kommt der nicht vor. Das ist dann auch wieder sehr deutschland- und englischsprachig. Natürlich, das ist eben generell so. Ja, es sind auch Chinesen gestorben und Südkoreaner. Das sickert so langsam rein, aber ja. Und auch so ein bisschen durch die anderssprachigen Wikipedien sickert es Gott sei Dank rein. Das hat sich im Laufe der Jahre auch verbessert. Ich habe die letzten 10 Jahre jetzt auch mal zurückgerechnet mit so einer Wikidata-Abfrage. Da hat mir Querizo geholfen. Ja.
Ja, diese Wikidata-Geschichte, das muss ich vielleicht sagen, die, da bin ich nie so richtig reingekommen bis jetzt. Ich auch nicht, bis vor kurzem. Das ist, und das ist dann für mich ein Zeichen, dass es eben nicht primitiv oder einfach ist, da für viele Leute da irgendwie überhaupt mitzumachen. Das ist schon ein relatives Spezialgebiet, glaube ich. Und da schließt viele aus, die Art und Weise, wie das da ist. Es hat Vorteile, es ist zweifellos. Ja, und das ich will jetzt von meinen Erfahrungen berichten. Und die sind, ich habe mir da in einem Vortrag das zeigen lassen, wie das bearbeitet wird. Die Anleitung hat mir auch nicht geholfen in dem Fall und auch nicht rumspielen hat mir auch nicht geholfen. Man muss es erklärt kriegen, weil manche Sachen Verabredungssache sind, die ergeben sich nicht von selbst. Richtig. Aber nach dieser Erklärung kann ich zumindest Daten eingeben und weiß, wofür die gut sind und weiß auch, wie ich diese rauskriege. Ich habe halt jetzt Listen von Leuten, von Autoren, von Urhebern und allen Untergruppen, also Sachbuchautoren, Komponisten, Maler, das fällt ja alles da drunter, die ich automatisch als Liste ausgeben kann, um das dann halt abzuarbeiten. Und kann auch Daten eingeben und habe jetzt verstanden, wie man das Geburtsdatum und sowas eingibt. So. Mhm. Man muss das gezeigt kriegen. Dann rechne ich auch wieder zurück auf die Wikipedia. Wenn jetzt Leute neu dazukommen, für die ist es ja auch erstmal ein Buch mit 7 Siegeln. Richtig. Das ist eben vielleicht eben auch im Endeffekt der Nachteil. Vorher, selbst sagen wir mal, mit dem Wikilinks oder so, das ließ sich relativ leicht überblicken. Mhm. Weil alles auf einer Seite, wenn ich sie aufgemacht habe, war zumindest alles da. Hm. Jetzt sehe ich irgendwelche Funktionen, wo ich nicht weiß, was dahinter steckt. Und das macht die Sache von der Funktion. Für den gemeinen Leser ist das natürlich relativ sinnvoll und für die gesamte Verwaltung der Interwikis oder sonst etwas Ähnlichen ist es auch sinnvoll für Datenbankabfragen, Ähnliches. Aber es macht es für den gemeinen Nutzer schwerer, da zu editieren. Ja. Und das ist der Nachteil, mit dem muss man irgendwie sich auseinandersetzen. Ich glaube, das hat ein sehr gutes Projekt waren die, oder ist die Wikipedia Filmfrauen von Benutzerin WS Renu, die in diesem Jahr sehr intensiv eingeworben hat, dass Wikipedia Filmfrauen kommen. Es waren immer mehr Wikipedianer da als Filmfrauen dann tatsächlich. Oder ich weiß nicht, ob es immer so stimmt, aber es war so mein Eindruck, zumindest wenn ich dabei war. Aber erstmal habe ich viel von den Filmfrauen gehört. Die Wikipedianer sind ja so nett. Ich sage auch Wikipedianer, weil es meist Männer waren, die dann da. Das ist dann als Helfer der Stand der Dinge, ne? Nach wie vor. Leider. Aber wir wollen Frauen da haben und wir wollen auch neuen Leuten zeigen, wie es geht. Es gibt ein großes Mentorenprogramm. Also es sind viele, die sich bereit erklären, als Mentor zu arbeiten für Neulinge. Mhm. Die Nachfrage ist gar nicht so groß. Also endlich Mentoren haben gar nicht so viel zu tun. Ja. Ich kann den Leuten nur ermuntern, sich von jemandem das zeigen zu lassen, wie es geht. Auch auf Barcamps, wo ich bin. Und wenn ich dann mal anfange zu zeigen, wie es geht, springen die Leute drauf an. Also die kleben dann an meinem Bildschirm und schauen mir zu und sind ganz begeistert. Ach, so geht das, so einfach ist das. Gut, das war ja das bei der letzten Wikimedia Deutschland Mitgliederversammlung gab es ja einen Wikidata Einführungskurs, der aber natürlich, wenn man dann der Mitgliederversammlung folgen wollte, dann man muss sich entscheiden. Ja. Das war ein bisschen unglücklich, fand ich. Das wäre vielleicht fast noch am nächsten Tag oder aber so besser gewesen. Ich meine, 40 Leute sind dann da reingestürzt in diesen Kurs, ne? Schade für die Mitgliederversammlung, aber das scheint die ja eh nicht interessiert zu sein. Ja, richtig. Ja. Ja, aber wenn dann eben Wahlen sind oder so, möchte man ja dann schon mal teilnehmen. Hm. Und dann, ja, also mir ging es jedenfalls so. Hm. Ja. Aber lass uns doch mal zur Anfangszeit von Wikimedia Deutschland zurückkommen. Wollen wir eine kurze Pause machen oder machen wir weiter? Okay. Du hast ja auch gesagt, du hast eine Satzung mitgeschrieben. Mhm. Die Satzung, da ist jetzt so, sind so technische Veränderungen gemacht worden, sage ich mal. Aber ich finde, die müsste auch grundsätzlich mal überdacht werden. Also ich habe so den Eindruck, dass sich niemand so richtig rantraut. Einfach mal, dass man einen Abschnitt hat, was sind die Ziele von Wikimedia Deutschland? Auch hier vielleicht natürlich wieder die Situation. 2004, weiße leeres Fläche. Blatt, genau. Leeres Blatt, genau. Dann konnte man erstmal was schreiben. Mhm. Und man konnte dieses und jenes reinschreiben und das so gemeinsam erarbeiten. Dieser Zustand ist einfach nicht mehr da. Der ist auch nicht mehr zu schaffen. Warum nicht? Weil etwas da ist von dem, was ich vorher nicht hatte. Und warum heißt Wikimedia Deutschland nicht nur einfach Wikimedia Deutschland, sondern Wikimedia Deutschland Gesellschaft für freies Wissen?
warum so ein langes? Das war damals allerdings schon sehr stark der Konsens gewesen, dass es ja eben nicht nur um Wikipedia geht, sondern dass wir dieses zielfreies Wissen in einem größeren Kontext sehen. Und also auch an Schulen zu gehen, das sich da anzustrengen, dass diverse Werke, Public Domain Fragen, dass die öffentlich zugänglich werden, dass Leute aktiv auch sich dem Schreiben widmen können. Also es ging ja schon grundsätzlich eigentlich auch bei den Überlegungen 2004 eben darum, dass es mehr ist, als nur Wikipedia-Artikel zu verfassen. Und das sollte eben da zum Ausdruck kommen. Und ich denke, ein bisschen war natürlich auch der Hintergrund, ist ja als eingetragener Verein, Gemeinnützigkeit, da zählten natürlich diverse Fragen, Bildung, Jugend und so weiter, eben auch mit dem Ziel, diese Gemeinnützigkeit zu bekommen und die auch dauerhaft zu halten. Also auch das spielte eben bei der Abfassung dieser Satzung schon eine Rolle, ne? Also diese Überlegung, rein steuerlich oder sowas, diese Betrachtung. Und würde man nur Wikipedia sagen müssen, und es wäre ganz klar, dass das für Bildung ist, damals ja, müsste man das halt. Richtig, wusste ja auch keiner, was sich dahinter verbirgt. Die paar Leute, die damals wirklich so aktiv waren. Andererseits, wenn man es betrachtet, wir haben bei der Gründungsversammlung waren wir, glaube ich, 30 Leute ungefähr, 30, 35. Dieses Jahr zur Mitgliederversammlung, der Verein hat jetzt wie viel? 30.000 Mitglieder? Oder 40.000? Ja, so in dieser Größenordnung. Zur Mitgliederversammlung kommen dann 50, also im Prinzip fast die gleiche Zahl. Das ist dann auch kein großer Unterschied. Also ist das beim ADFC anders? Ja. Nein. Nein. Ist nicht anders, nein. Also. Das war eigentlich, ich hatte ja sogar 1990 hier noch den AVFC Ost-Berlin gegründet, mitgegründet oder so, auch eintragen lassen für also sozusagen die Ostberliner Version kurz nach der Wende oder im Prinzip im Januar 1990, also schon sehr, sehr, sehr kurz danach, mit dem Ziel eben die Fahrradverkehr zu fördern, weil die Wiedervereinigung oder so, die stand ja noch nicht unbedingt an, dass das so schnell gehen würde, konnten wir damals auch nicht ahnen. Und auch da ging natürlich diese Frage Satzung und so weiter, war das eben auch schon eine Frage, aber eben die starke Unterstützung natürlich von diesem ADFC West-Berlin, der sich 7 Jahre vorher gegründet hatte, das war also auch nicht so wahnsinnig viel früher, mit damals, glaube ich, weiß nicht, ob es überhaupt 1.000 Mitglieder war. Ich glaube es eher noch weniger. Heute sind es auch 15.000, 20.000 oder sowas in der Größenordnung. Zur Mitgliederversammlung kommen aber stabil 60 Leute. Also im Prinzip die Situation in solchen Vereinen ist sehr vergleichbar. Ne? Ja. Also man hat im Prinzip einen Kern, der trifft sich am Anfang, gehen auch einige, ziehen sich zurück, dann kommen ein paar in diesen Kern mit dazu. Und für die anderen ist es dann ja auch gut, sie unterstützen mit Geld oder wie auch immer diesen Verein, finden das ja in Ordnung, aber bringen sich nicht wirklich ein dann. Ne? Also das ist die Situation, mit der muss man, glaube ich, auch leben. Man kann das mal ein bisschen aktivieren, man kann durch einzelne Aktivitäten, einzelne Aktionen da wieder ein paar Leute mal ein bisschen motivieren, was zu tun. Aber da muss man, glaube ich, die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Das war's. Ich meine, zur WikiCon waren es 333 Leute. Das ist dann noch natürlich. Zur WikiCon weiß man eben, es geht um inhaltliche Themen, obwohl da auch Meta-Themen mit besprochen wurden. Bei der Mitgliederversammlung, ich nehme an, die meisten Leute vermuten, dass dort rein bürokratische Sachen ablaufen, dass da keine inhaltlichen Sachen passieren. Und so ist es, ist ja, es auch. Ja auch. So das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch zum großen Teil. Ich meine, aber wie bestimmen dann die Mitglieder inhaltlich mit? Die tun das
glaube ich, gar nicht. Über die Jahresplanung wird versucht, immer ein bisschen so. Ein bisschen, ja, es gibt ja die Ansätze, aber es gibt natürlich auch schon allein durch die zeitlichen Restriktionen. Was will man denn machen? Also ich kann so eine Mitgliederversammlung nicht auf 3 oder 4 Tage ausdehnen. Dann kommt keiner. Ich habe also dann irgendwo diese zeitliche Restriktion von 10 bis 18 Uhr an dem jeweiligen Tag und wo ich viele verschiedene Formalia abarbeiten muss. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da zu einer wirklich inhaltlichen Diskussion kommen kann. Ne? Das ist also so. Ja, im Forum findet auch keine inhaltliche Diskussion statt bei der Jahresplanung. Ja. So diese 5 Leute, die mitdiskutieren. Ja. Ja, es gibt, es ist ein Teil dieser Diskussion verlagert sich dann irgendwo Richtung Facebook oder ähnliches. Das ist so ein Grundübel, ja. Ich sag mal Grundübel, aber es ist halt nicht öffentlich dann. Ne? Also es ist nur für bestimmte Kreise. Also man kann es dann irgendwie, wenn man den Link kennt, finden, aber eigentlich findet es dann in geschlossenen Kreisen. Und ich wünsche mir ein Facebook für Wikipedianer, sage das ganz offen. Gab ja mal eine große Gegenbewegung, kein soziales Netzwerk so, aber ich denke, wir brauchen das dringend auch, um Facebook was entgegenzusetzen. Und Wikimedia-Bewegung wäre genau die richtige Organisation dafür, sowas aufzusetzen. Technisch gibt es sowas schon. Gut, nun, Kurt hat ja gesagt, in seinem Podcast vor 2 Wochen oder wann das war. Du kennst ihn besser als ich, den Podcast. Ja, ich habe den ja auch erst vor 4 Tagen gehört. So. Der hat ja eben gesagt, es ging dann eben los mit irgendwelchen Mailinglisten, wo sie sich ausgetauscht haben. Heute ist es teilweise der Kurier, also die Wikipedia-Kurier als Diskussionsforum zu Wikimedia-Fragen. Aber das geht dann auch so teilweise ein bisschen unter. Ich meine, man kann natürlich mit diesem ganzen Facebook oder ja Facebook sicher geteilter Meinung sein, was die ganze Datenabgriff und Ähnlichem betrifft. Aber es ist natürlich für durchaus ein Tool, wo eben solche Diskussionen auch möglich sind. Leicht zu benutzen. Ja, richtig. Aber man kann eben nicht auf ein Mailinglistenarchiv verweisen, um zu sagen, wie es 1993 war, was man eben jetzt noch tun kann. Aber es wird die Facebook-Lücke geben. Richtig. Das ist natürlich, das ist der andere Nachteil. Andererseits, wenn ich mir das ansehe, leider sehen eben die Diskussionsseiten in der Wikimedia-Software immer noch genauso aus wie 2004. Unstrukturiert, je nachdem, wenn sich mal jemand hinsetzt, eine Struktur zu machen, dann ist da in den Diskussionskapiteln eine Struktur erkennbar, aber manchmal geht es auch wild durcheinander. Ja. Und das ist eben. Es ist viel leichter zu trollen, da die Versuche, da ich weiß gar nicht, wie hieß das, Liquid irgendwas? Liquid Discussion Threads. Oder so, ja, Liquid Threads zu machen, die es ja auch schon seit vielen Jahren gibt, sind leider bis heute nicht zum Erfolg gekommen, sodass diese Diskussionszeiten immer noch reichlich unübersichtlich sind und für den ja schon auch gemeinen Nutzer manchmal abschreckend. Ne? Also das ist abgesehen von den Inhalten, die sind natürlich dann auch manchmal abschreckend. Ich habe da auch in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so stark, aber dann durchaus auch mal aufgeräumt, so eine Diskussionsseite. Mhm. Weil wenn dann irgendwie zu viel Müll drin war, dann konnte man damit ja auch nichts mehr anfangen. Bist du oder warst du Administrator? Ich war Administrator. Jetzt mangels unmittelbarer Aktivität wurde ich vor 2, 3 Monaten deadministriert. Mhm. Okay. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht werde ich mich dann auch zukünftig mal wieder stärker einbringen. Ich habe, weil mein Arbeitgeber meine Arbeitskraft nicht mehr zwingend haben will, ab nächstes Jahr doch ziemlich viel Zeit voraussichtlich. Also da ist dann auch die Möglichkeit, sich hier mal der liegen gebliebenen Artikel und Diskussionen doch mal wieder aufzugreifen. Ja. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, wo siehst du die Wikipedia, die deutschsprachige, in 5 Jahren? Das wird anders sein. Ja, wenn ich das jetzt sehe, wir haben seit 13 Jahren
in der ich aktiv bin und die vielleicht auch die tatsächliche Aktivitätszeit von Wikipedia ist. Ich glaube, Kurt hat das ganz gut geschrieben. Die ersten 2 Jahre ist ja im Prinzip praktisch nichts passiert. Die haben auf ganz kleiner Ferne so vor sich hingeköchelt, ein paar Leute, die da im Einzelnen was gemacht haben. Es war erforderlich und es ist überhaupt nicht zu verurteilen. Das ist einfach erstmal so. Aber dass das eben irgendwo im Laufe des Jahres 2003 im Prinzip die kritische Masse überschritten hatte, wo es dann auch nutzbar war. Und eigentlich, es sieht ein bisschen besser aus und so weiter, aber ich weiß nicht, ob die Wikipedia sich wirklich drastisch ändern wird. In 5 Jahren glaube ich nicht. Mhm. Also, weil ich sehe jetzt 13 Jahre mehr oder weniger eine stabile Situation. Natürlich ist die Frage, inwieweit ich beispielsweise Videos oder Ähnliches einbaue. Aber das ist eben immer schon ein wesentlich größerer Aufwand, als ein Foto zu machen und das hochzuladen. Es ist auch aus enzyklopädischen Sicht manchmal nur von bedingtem Nutzen. Wäre vielleicht manchmal vorteilhaft. Gut, das wäre nun die Frage, wie würde ich es machen? Ich meine, es gibt diverse Dokumentationsfernsehsender, die meistens sehr schlecht sind, aus meiner Sicht. Hier, wenn man hier kurz Dokumentationen zu bestimmten Themen darstellen würde, wäre es gut, aber der Aufwand ist eben ungleich höher als ein paar Sätze zu schreiben oder ähnlichen. Abgesehen davon ist natürlich etwas, was ich dann einmal per Video festgehalten habe, kaum noch editierbar. Mhm. Jedenfalls, ich sehe im Moment keine Möglichkeit, wie man da aber hier braucht man eine Oberfläche dafür. Wie man das kollaborativ denn hinbekommen könnte. Ja, das ist die Frage. Das ist dann einer, der sich hinsetzt oder einige vielleicht auch hinsetzt, dann eben irgendeine 3 Minuten oder was auch immer Kurzbeschreibung, Dokumentation erstellt, aber dann ist das fertig, ne? Und das ist eine andere Situation. Widerspricht ein bisschen dem Wikipedia-Gedanken. Also deshalb denke ich, der Bedarf schnell Wissen zur Verfügung zu haben, der ist da. Mhm. Würde ich erstmal sehen. Fakten, Informationen. Insofern wird die Wikipedia sich nicht grundsätzlich ändern. Weiß nicht, ob wir eine andere Darstellungsform noch finden. Könnte passieren, wenn es irgendwann technischer. Ich könnte natürlich mehr, wir haben ja damals auch schon vor 8, 9 Jahren der Versuch der gelesenen Wikipedia, der gesprochenen Wikipedia, also dass man Artikel zu bestimmten Zeit gibt es auch noch, aber ist auch technisch nicht weiter gewachsen. Ist auch nicht weiter gewachsen. Das heißt, wenn ein Artikel einmal eingelesen ist, es gibt keine Kapiteltrennung. Richtig. Wenn irgendeine Änderung ist, ist es schwierig, jetzt nur diesen einen Satz zu ändern oder das eine Kapitel. Ja. Das müsste angegangen werden. Oder also das wäre natürlich dann in so einem Fall vielleicht nicht schlecht, wenn ich das zumindest kapitelweise machen würde. Ich war neulich auf der Konferenz Zugang gestalten hier in Berlin, wo es auch um Museen geht. Hm. Und da erzählte jemand eben, wie die meisten Leute Museen jetzt rezipieren, nämlich sie bereiten sich darauf vor, wenn sie sich darauf vor, manche gehen nur hin, aber manche bereiten sich vor und lesen sich dann den Artikel da durch oder gucken, welche Bilder erwarten mich da oder lesen etwas darüber. Oder gucken sie auch ein Video, Einführungsvideo an und dann gehen welche rein und dann gibt es welche, die hinterher gucken, was habe ich denn jetzt gesehen und lesen sich das dann durch. Also ich mache beides, glaube ich. Ich glaube deswegen, dass der Text nicht verschwinden wird. Ja. Es war ja auch eine Möglichkeit, dass das geschriebene Wort eben extrem zurückgedrängt wird durch das Internet oder durch Video und so weiter. Mhm. Aber das ist nicht passiert. Es gibt Anwendungen, die für die Video gut sind, wie bohre ich ein Loch in die Wand, wie koche ich. Da gucken sich die Leute wirklich auf YouTube tonnenweise Videos an. Aber wirklich eine differenzierte Darstellung der Jugoslawien-Konflikte in der Dokumentation, die müsste dann 10 Stunden dauern, um wirklich alles richtig zu haben. Ne? Das muss auch das entsprechende Bildmaterial sein, was ja dann auch nochmal suggestiv ist. Ja. Und da ist dann das gesprochene oder geschriebene Wort dann eben doch besser. Deshalb denke ich, setze ich da gleich, weil das ja doch wie eine Erzählung ist. Mhm. Ist es, also gerade die größeren Artikel sind dann schon eine Form von Erzählung. Die kann man eben auch als Lektüre sehen. Ne? Man kann ja, es gibt ja durchaus einige Artikel, die man einfach
lesen kann. So, also als, weiß ich nicht, Bettlektüre oder sonst etwas, ja. Ist durchaus möglich. Ich lese gar nicht so lange Wikipedia-Artikel, muss ich mich jetzt mal outen. Ich bin nicht so der Artikel-Leser. Es kommt auch ganz darauf an. Es kommt, ist eine andere, es gibt sicherlich die beiden Zugangspositionen, dass ich einerseits, ich will Informationen schnell haben. Dann gucke ich mir irgendwelche Infoboxen an und dann habe ich meine Daten, die ich suche. Und da bin ich genervt, wenn ich dann mir das aus einem langen Artikel irgendwie rausexzerpieren muss. Aber es gibt eben auch wirklich Sachen, gerade historische Darstellungen, wo ich eben dann doch auch die Geschichte lese. Also jetzt, als ich dann eben im Frühjahr da auf Zypern war, dass ich eben mir den auch sehr langen Artikel zum Zypern-Konflikt und die natürlich entsprechenden Verlinkungen und so weiter dann durchgelesen habe. Schon allein, um die gesamte Sicht dann zu bekommen, ist ganz ordentlich dargestellt. Ich war auch ein bisschen beteiligt damals, ohne dort gewesen zu sein. Ich habe eben, weil das ja schon wieder so ein Jugo-like-Thema ist, dieser Zypern-Konflikt, Da hilft es nicht, da muss man den Artikel lesen. Dann muss man sich eben mal die Zeit nehmen, eine Zugfahrt oder ähnliches ist immer sehr gut geeignet für so etwas. Ja. Und wenn denn jetzt zukünftig die ICEs zumindest alle mit WLAN versorgt sind und man nicht ständig auf Verbindungsabbrüche oder ähnliches oder damit zu kämpfen hat. Kostenloses WLAN, haben Sie so gesagt, ne? Es funktioniert inzwischen. Ich bin neulich mit einem gefahren, wo dieses Test-WLAN drin war und es funktionierte 1A. Super ja, schnelles. Also jetzt so die Meinung, ich fahre ja vergleichsweise viel mit dem Zug und in den letzten Monaten in den ICEs funktioniert es. Punkt. Wahnsinn. Aber es gab doch so viele Gründe, warum es nicht funktioniert. Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist etwas, was mich dann überrascht hat, dass das doch nun doch so vergleichsweise schnell so gut funktioniert. Gut, es ist sicherlich schwierig, Videos sich anzusehen oder so. Es gibt wohl auch Beschränkungen, was die Datenvolumen betrifft oder so. Aber gerade zum Lesen von Wikipedia-Seiten, von mir aus auch der sozialen Netzwerke oder so, ist das schon ziemlich gut geeignet. Ja, obwohl ich der Podcast-Hörer jetzt geworden bin im letzten Jahr und mir halt, dazu reicht es auch nicht, das wirklich gut zu streamen, sondern mir auf Vorrat runterlade auf mein Gerät und mir dann einen Hörer für Zugfahrten. Also es hat jetzt, ich habe den Kurt Jansson-Podcast von dir am Sonntag angehört, im Zug von Erfurt nach Berlin. Ohne runterladen. 2 Stunden reichen. Ja, haben aber nicht ausgereicht. Richtig. Das war auch der längste. Die letzte halbe Stunde hat gefehlt. Ach ja. So. Ja, da wurde es nochmal richtig spannend. Also, musst du dir nochmal anhören. Ja. Ja, Martin, schön, dass du da warst. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Das denke ich auch. Wir haben schon ziemlich lange gesprochen. Das ist sicher eine gute Stunde, ja. Ja, und das waren sehr interessante Themen und ich freue mich, dass die Hörer da waren. Leute, wenn ihr das hier hört und wenn ihr es auf iTunes hört, schreibt eine Rezension. Ich hätte gern meine erste Rezension noch vor der Jahreswende. Und ich würde mich auch freuen, wenn Leute sich melden würden, die gern auch podcasten würden, dass wir da mal zusammen ein Netzwerk aufbauen. Ja. Sebastian, ich bedanke mich für die Einladung, für den Tee. Hat mich gefreut, hier erzählen zu können. Ja, du hast auch sehr spannend erzählt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. Heute mal keine freie Musik, sondern freie Feldaufnahmen. In diesem Fall aus einem Belgrader Café, das mit 30 jungen Frauen besetzt war. Ich
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.